Roblox City, stimmt. Wobei, danach kommt direkt schon die nächste Route. Was? Aber ich möchte erstmal unten in die Höhle. Ich meine, in der nächsten Runde gibt es wieder neue Pokémon. Aber wie gesagt, man kann alle Pokémon einfangen. Jedes einzelne Pokémon kann man einfangen. Das wird so nice. Und eine Höhle, soweit ich weiß. Noch eine Höhle. So, nicht vergessen. Falls ich es vergesse, schreit's in die Kommentare, dass ich mir Schutz kaufen soll. Erstmal Schutz kaufen, oder? Ja, sofort. Erstmal ducken wir. Hier haben wir Mama Sau vom Typ Geist. Sehr nice. Ist ruhig. Mhm. Alter. Oh, Durchschnittswerte. Mit Vorwarnung ist sehr gut in der speziellen Verteidigung. Ansonsten ist alles andere durchschnittlich. Ist aber sehr schnell. Kann nur Geistattacken. Takedown, Rock Tomb. Wobei Tomb? Tomb passt ja eigentlich irgendwie. Rock Tomb. Vom Typ Geist, Mud Sport und Murmove. Also Monogeist. Loli Hunter ist hingegen Monofeuer. Das heißt. Monofeuer. Iron Fist. Darf ich das Pokémon irgendwo hin tun? Auf jeden Fall, Loli Hunter hat den Iron Fist. Mit eigentlich guten Verteidigungswerten. Eigentlich Iron Man 2.0, oder nicht? Aber er ist der Loli Hunter. Ein Superheld. Weiß doch jeder. Mit so einem super starken Aqua Jet vom Typ Feuer. Sweet Scent, Drain Punch und Icicle Spear. Feuer. Eigentlich nett. Gleiche Stärke wie der normale Icicle Spear. Ich weiß nicht. Beide eigentlich sehr gut. Ach ja. Nee, Moment. Galoppelheinz haben wir noch. White Smoke, nicht Shadow Tag. Aber die Fähigkeit ist auch gut. Prevents the Pokémon Stats from being lowered. Das heißt, Bedrohung und so weiter funktionieren nicht. Das Pokémon ist okay, kann aber nicht austeilen. Wir haben schon ein Pokémon vom Typ Wasserpflanze. Der Loli Hunter mit Iron Fist neben der geilen Zau mit Vorwarnung. Jetzt, ich sehe es jetzt auch. Tangaberry. Und das Galoppelein Tangaberry muss los. Auch ruhig. Die anderen haben keine Items. Ich glaube, ich lasse ihm die Beere. Ich meine, Galoppelheinz braucht das ja. Dann Orinchen. Heatproof. Weakens Fire-Type Moves. The Power of Fire-Type Moves. Brian Sheer Cold 45er Genauigkeit. Mhm. Aha, mhm.
eigentlich alle gut. Joblines weiß ich noch nicht. Eher defensiv. Aber Rienchen wollten wir sowieso mitnehmen. Gucken wir mal. Wir gucken mal. Iron Man können wir erstmal ganz kurz lagern. War irgendwie Iron Man? Macht nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl. Es braucht bessere Attacken. Was für Zufälle. Und alle sind ruhig. Die perverse Box. Also perverser geht's nicht. Das nehme ich Rienchen mit. Ja, und wir haben noch Muten Roshi. Ich meine, alles pervers. Ich weiß nicht. Also, mal ernsthaft. Jetzt in der Teamkonstellation muss ich mir das überlegen. Deswegen ist die Überlegung immer sehr lange. Ich meine, wir haben erstmal Luca, ist sehr nice. Wasserpflanze, Typ gut. Dann noch Undicht normal, haben wir schon. Wegen Gyarados, dann nochmal Bodenpflanze, will ich nicht ändern. Dann noch Glaciola. Glaciola ist eher eine Glass-Cannon. Möchte ich auch behalten, weil es unser Starter ist. Dann müssen wir gucken. Dann müssen wir wirklich gucken. Wir bräuchten auf jeden Fall ein Pokémon, was gegen Kampf resistent ist. Ja, vielleicht Mamisau mitnehmen. Keine Ahnung. Mal schauen. Also wir werden da noch ein paar Sachen ändern. Ja, unser Schaubild kann ich auch später mal anpassen. Erstmal bekommt Rienchen Level Up. Irgendwann. So, jetzt nicht vergessen. Schutz kaufen. Nächstes Pokémon ist hitzig. Oder hart. Ja, sehr hart. Klar, ich hätte auch Onix einfangen sollen. Und dann ist er hart. Mit Slow Start. Das wär's. Ich habe Schutz. Was? Bin ich blind gewesen? Ah, das hat mir jetzt keiner gesagt. Also, jetzt sehe ich's. Ja gut. Jetzt muss ich's ja sehen. Ist hier 40 Stück. Das ist eine ordentliche Menge. Wenn ich das übersehen hätte, immer noch, dann weiß ich nicht. Ja, der Onix braucht ein bisschen. Er kann so gut und lange, deswegen ist er ruhig. Ich würde gerne Muttersau mitnehmen. Aber erst gucken wir... Ja, my lady. Ich weiß, dass ich ein Fahrrad brauche. So, wenn Rienchen sich weiterentwickelt, ist es unsere zweite Entwicklung. Ich würde schon mehr sehen. Nein, so tief nicht. Was? Gerade setzt der Schneider ein. Alles normal hier. Das alltägliche Leben findet statt. Ja, Mama Sau ist weiblich. Das wäre sonst richtig kurios. Moment mal. Hier, ja. Hier wird es auch nicht automatisiert. Irgendwie ist man an den Features der neuen Generation gewöhnt, dass man die komplett vergessen hat.
So. Jetzt schaffe ich das. Jetzt. Oh. Falsche Taste. Mann! Ja. Das tut gut. So einen Abgang zu haben. Oh, Item. Dubios Disk. Das habe ich doch schon. Eigentlich habe ich... Moment mal. Das ist, glaube ich, das zweite. Ja. Wow. Wie viel Glück muss man haben? Moment mal. War das nicht Erdbeben? Wow, nur wegen so einem Item? Zack. Ah, Moment, ich hab da den Gang nicht höher gestellt. Wo ist das Item? Das heißt, ich muss nach rechts. Nein! Das hat sich total gelohnt. Nur wegen so einem Disc, die wir schon haben? Hä? Ja gut, ich muss mir jede Möglichkeit nehmen, um geile Items zu kriegen. Wir wissen es ja, meiste Bälle. Oh Gott. Müssen wir das tun? Müssen wir das tun? Wobei, wenn ich jetzt nach unten komme, dann müsste es eigentlich logischerweise wieder hell sein. Ansonsten macht es keinen Sinn. Nur wenn ich noch tiefer komme. Ich vertraue auf mein Bauchgefühl. Ich muss nur eine Ebene nach unten. Hallo Mutenroshi. Mach mal einen Weg klar. Ja gut, es gibt Tränekämpfe. Doch, ich glaube, wir machen das. Ich meine, solange ich nicht die Übersicht verliere, ist alles gut. Ja, es macht gar keinen Sinn. Vielleicht ist da unten irgendwie so eine Öffnung, dass es heller wird. Komischerweise. Mann, ich brauche einen Partner. Ich brauche eine Schwester Joy an meiner Seite. Acid. Alter. Halben verrecken. So, Siritsu muss raus. Roshi macht das schon. Nice. Trio-Kampf mit der geilen Sau noch.
Yo, Mutant Rushi tankt das locker, als wär's nichts gewesen. So wie wir es kennen. Luke ist sogar schneller als Mutant Rushi, was ist da los? Cool Trainer Robin Gloom. Mit Download. Ich finde sowas geil. Ich meine, Fähigkeiten, die legendäre Pokémon haben, können auch normale Pokémon haben. Wow. Komm nochmal die beste Attacke ever. Kein Level Up. Gegen Catcher und Cool Trainer. We're toying with me. Doch, hat ein Level Up. Hab ihn nicht gesehen. So, jetzt bin ich gespannt. Kommt die epischste Entwicklung ever. Weenchen entwickelt sich zu not bad, wie wir sehen schon. Templeon. Was ist hier los? Na. Weenchen wants to learn Swallow. Mhm, alles klar. Pflanzendrache. Ja, passt. Der Keck. Wir haben doch keinen Stockpile. Ich kann es ihm nicht beibringen. Schlucken muss er so können. Also... Nee. Ich meine, ist ja Alola Kukuwai in jung, in klein. Alter. Wobei Fähigkeit ist eher scheiße. Aber schaut euch mal die Werte an. Not bad. Ist langsam. Kann jetzt die ganzen Attacken von Dingens. Mit Sheer Cold, die ich niemals benutzen werde. Pflanze Drache. Beziehungsweise, ja, Pflanze Drache. Ich kann es nicht benutzen. Ich habe schon Roshi und Luca. Dann habe ich 3 Pflanzen-Pokémon im Team. Hätte ich wirklich genau 3 Pflanzen-Pokémon. Aber so ein Mix-Attacker ist schon nice. Na, ist so langsam. Rienchen, es tut mir leid. Ich kann die nicht nehmen. Ich weiß, du hast eine sehr tolle Attacke, beziehungsweise du wolltest eine sehr tolle Attacke lernen, aber... ich weiß nicht. Rienchen, es tut mir leid. Ich muss dir jetzt leider Gottes dein Abzeichen hier entziehen. Oh, Ice Beam. Ice Beam. Ist die Attacke auch so stark wie original? Es ist nach wie vor vom Typ Eis. Okay. Es ist auch speziell. Hat eine niedrige Genauigkeit und eine niedrige Stärke. Hat aber 30 PP. Ah, alles klar. Kann aber nur Rienchen erlernen. Wahrscheinlich, weil Rienchen vom Typ Drache ist.
Ein feuriger Lolihand würde schon passen. Also als nächstes würde ich tatsächlich hier Mami nehmen, mitnehmen. Statt Steinefrau. Steinefrau ist schon gut und stark, klar. Vor allen Dingen wegen der Steinstacke. Aber wir bräuchten dringend eine Resistenz gegen Kampf. Ansonsten werden wir da später Probleme kriegen. Und Titel steht die Hard Mode. Oh, shit. Ich muss sie ja noch heilen. Na gut. Wir kriegen das hin. Wir haben ja so einen bitteren Energy Root. Keine Ahnung, wo ich das gekriegt habe. So, ich glaube, Cubone wäre hier die bessere Wahl. Wieder Acid. Die können alle Acid. Au. Alter! Siri zu! Trink Zielwasser! Du bist stark! Klar, aber irgendwie brauchst du mit Zielwasser. Jetzt muss, ich glaube, Glaciola muss wieder rein. Moment, Moment, Moment. Falsch rum. Erst so. Der muss vom Typ Eis sein. Ich vermute mal. Und dann so. Aha. Ach, du hast die ganze Zeit Mineralwasser getrunken. Ich dachte, dein Slaps würde ein Treffen. Nein. So. Ist die Nidoran weiblich? Sieht aber sehr angry aus. Habe ich so nicht in Erinnerung gehabt. Was ist da los? Lick. Marshock will schlecken. Will lecken. Beides nicht effektiv. Mirror Shot. Puff. So, Muten Roshi muss jetzt was machen. So, War of Time muss jetzt aber sehr viel Damage erzeugen. Los. Der geile Schlecker. Nom nom nom. Okay, neutral. Perfekt. Tja, wer will nicht an mir lecken? Nom nom nom. Nein! Muten Roshi! Verliert gegen Nidoran weiblich. Du sollst nicht zu viel flirten. Da siehst du doch. Ja. Habe ich eine Eisschwäche? Ich glaube, ich muss. Ja, was ist denn wichtiger? Ich habe tatsächlich auch eine Eisschwäche.
muss Dingens mitnehmen. Der Pedo. Auf jeden Fall muss ich erstmal heilen. Luca wird sicherlich eine Attacke überleben. U-Turn. Nicht effektiv. Das macht irgendwie keinen Sinn. Warum nicht Eisstrahl, Luca? Kein Bock mehr? Okay. Alles klar. So, War of Time. Das heißt, da müsste ein Typ Eis sein. Alter, dieses Nidoran weiblich. Einfach zu mächtig für uns. Ich glaube, die ganzen Attacken sind alle vom Typ Eis. Kann das sein? So, das ist effektiv. Tankt das Ding. Wut. Nochmal ein War of Time als Finisher Move. Weiter Forest und weiter Joy. Bluff, Herk, Kotz. Mist, Muten Roshi ist down. Das ist schrecklich. Ein Grund ist, warum ich in die Höhle gehe, ist, weil wir dann mehr Schritte kriegen. Für das Ei. Für das besondere Ei. Ah, it may be close to hatching. Nice. Sowas höre ich gerne. Eier müssen brüten. Leute, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Irgendwo geht's nach unten. Was? Hier. Das Ei wird entweder ein Schein oder ein Troll. Da kommt ein Carbador raus. Definitiv. Where am I? Where are you? Charmander. Beides Level 30. Und wir rushen durch. Wir Low Levels. Wir Lowies. In der Höhle habe ich mich sogar mit Blitz verlaufen. Okay. Na gut. Wie das strukturiert ist, kann durchaus passieren. Seritsu macht einfach ein paar Bitch-Labs und Luca benutzt hier seine kosmischen Kräfte. Nein! Okay, wie Braves, höchstwahrscheinlich vom Typ Gestein. Ich gehe gleich raus. Nein. Wir kriegen gleich einen Partner und dann wird unser Team down voll geheilt. Wenn ich mich recht erinnere. Hab ich ihn einmal nicht getroffen? Was?
Bin mal AFK. Komm mal wieder. Okay. Viel Glück, viel Spaß. Fire Spin. Kampf. Gestein. Nee, Fire Spin. Hähnchen, es tut mir leid, aber du musst was machen. Oh nein, wird das ein Game Over gegen Vibrava? Nein, nein, nein. Keine K.O.-Attacken. Keine K.O.-Attacken. Kein Burn. Ah, ja, oh, ja, Mann, ja, Mann. Wenn einmal Roshi nicht da ist, genau. Hab ich denn eigentlich ein Fluchtseil? Das ist die Frage. Gent Stacy. So, ich gucke mal, wie viel Fluchtzahl habe. Aber wir müssen eigentlich schon nah sein, oder? Es kann nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt einfach so verlieren. Die Fluchtzahl habe ich wahrscheinlich nicht. Wie noch? Egal. Wir werden's. Oh Gott. Item. Apropos Revival Herb. Eigentlich möchte ich es behalten. Luca macht jetzt Solo. Solo-Karriere. Das wird schon. Mann, gibt es hier links keinen Weg? Was ist hier los? Es muss nach unten gehen. Problem ist, wenn ich jetzt noch rausgehe. Da sind alle Zertrümmererfelsen wieder da. Dann habe ich keine Ahnung mehr. Hier war ich schon. Ja. Luca und sein einziges Ei. Kommt Mewtwo raus. Ganz sicher, da kommt Mewtwo raus. Gut, das heißt irgendwo in der Mitte. Ja. Ich glaube, es ist... Ich würde gerne Speed-Up machen, aber ihr kennt das ja. So. Alter, scheiß auf Erdbeben, ähnliches Item. Klar, alle Items sind randomized, aber trotzdem. Aber trotzdem. So, wir gehen nochmal nach oben. Aber immerhin. Ein Ziel haben wir so gut wie möglich geschafft, uns die Schritte zu sammeln. Für das Ei. Alles für das Ei. Und irgendwann kriegen wir ein sehr cooles Pokémon. Ja, Fahrrad. Hallo. Mit meinen zittrigen Fingern. Durch die Tasten so schnell wie kein anderer.
That's what she said. Soll ich Pedo mitnehmen? Nicht, dass du was genommen hast. Nee, ich hab nichts genommen. Pedo? Ich meine, Rienchen ist jetzt nicht so bombastisch. Kartoffel 1 mit Tangerberry. Ich meine, ist er vom Typ Feuer. Und not bad. Und ist physisch. Was sie eigentlich brauchen. Und diese physisch. Wobei wir mit Stahl schon einige Typen haben. Also defensiv technisch resistent wären. Problem ist, es kann keine Fist-Attacken. Doch. Drain Punch. Plus 20%. Das heißt... Knapp 90. Stahl, Gestein, Gestein, hätten wir schon eine Resistenz. Ich glaube, ich mache das so. Oh ja. Willkommen im Team. Loli Hunter. Mit der Iron Fist, das heißt, ja, wir können einmal statt Kikli Loli Hunter mitnehmen. Stelle 2. Wobei Kikli göttliche Kräfte hat. Ganz klar, Kikli hat göttliche Kräfte. Iron Man gegen Iron Man 2.0. Der Loli Hunter. Mal, wo bist du, Hypno? Hypno, du bist hier. Habe ich denn eigentlich ein Bild von einem Ei? Ich glaube nicht. Ich habe Togepi, aber es passt ja nicht. Warum's? Sehr interessant. Sehr interessant, die Reihenfolge. Erst kommen diese Samen, dann Glumanda, dann Shiggy, dann Taubsi, dann Evoli und Pikachu. Dann Togepi und Vonera. Let's go Togepi und Vonera? Was? Nein. Ich habe von einem Ei habe ich nichts. Nee. Habe ich nichts. Ist okay. Wir denken uns einfach, Rionier ist das Ei. Rein mit dem finsteren Fistenden Loli Hunter. Wer huntet, bro, wer Loli huntet, bro, auch göttliche Kräfte. Welcome back, Siritsu. Alter, ist ja schon 11 Uhr. Wie die Zeit vergeht, kommt mir gar nicht so vor. Ich würde schon noch die Arena machen. Dann können wir weiter battlen. Wi-Fi-Battle. So. Eine Sache noch. Also wir machen hier, glaube ich, nur Vorkrempel und solchen Shit. Eine Sache noch. Was ist das denn? Also, Endeavor. Wir hätten Crush-Shop. Sehr gut. Das kann der Loli-Hunter sogar.
Loli Hunter kann Cross Shop. Ich hoffe auch Takedown. Kann auch Takedown. Wobei Poison Jab hier deutlich besser ist. Unable. Okay. Ich würde ihn... Wobei, eigentlich von Coverage her ist es sehr gut. Ich meine, Feuer-Pokémon müssen ja irgendwie Solarstrahl lernen. Oder Energieball, um überhaupt eine Coverage zu haben. Aqua Jet ist sehr nice. Das heißt, Sweet Scent kann ich eigentlich entfernen. Dann hat der Loliant eine Coverage gegen Wasser-Pokémon. Das ist doch gut. So, Aqua Gen Prio. Ultramächtig. Icicle Spear. Na. Ah. Icicle Spear. Moment mal. Hat Iron Fist. Hab ich denn Poison Jab? Kann es leider nicht. Moin Loliant, alles fit bei dir? So. Loliant braucht auch Takedown. Ganz klar. Ganz easy. Aqua Jet. Cross Shop, Drain Punch. Icicle Spear. Wäre eigentlich nur sehr gut, wenn es die Fähigkeit hätte. Aber stell dir mal vor, so eine Attacke. 100er Stärke. Ich würde es direkt nehmen. A reckless full body charge attack for slamming into the foe. Oh ja. Oh Gott, was ist heute los? Was ist heute los? So. Jetzt hat sie Attacken. Sehr, 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 sehr nice. So. So, Feuer, Feuer, Feuer. Gegen Pflanze und Geist. Geistes-Coverage. Eine sehr gute Coverage. Momentan, jetzt in der Usometer, ist Geist eins der besten Typen überhaupt. Es ist nur, ich betone, nur gegen Unlicht nicht effektiv und gegen Normal immun. Ansonsten, kommt es einfach durch. Die Attacke kommt durch. So, ab in die nächste Route. Dort gibt es wieder neue Pokémon. Und ihr wisst, was es bedeutet. Es wird wieder dauern. Ich glaube, das Let's Play wird zum Let's Show, wo ich euch nur Sachen zeige. Ach, Moment mal. Hier sind wir. Ach so. Ah. So. Moment mal, hab ich... Aber jetzt habe ich ein Wahlband nicht. Egal. Fistplates. Ich habe aber keine Kampfattacke. Da habe ich denn was Besonderes. Let's go. Brauche ich nicht. Mulch brauche ich auch nicht. Greenshot. Experience Share. Ich nehme das hier. Geld. Und Siritsu bekommt den IP-Teile. So, der Loli Hunter ist im Einsatz. Jant Esteban. Ach, Sneebel. Keine Ahnung, was für ein Typ Sneebel hat. Einmal Feint Attack. Und... Aha. So ein ultra starken Aqua Jet. Also Loliant kommt immer zuerst dran. Sogar effektiv.
Das war nicht effektiv. Autsch. Nur Fenster mit Donner. Sieht man auch sehr selten. Jetzt wird gehuntet. Oh boy, Luca und der Loli-Hunter. Die Lolis müssen dich in Acht nehmen. Was? Erholung? Dankeschön. Oh, Secret Power. Der Loli-Hunter setzt Drain Punch. Nom nom nom. Jetzt bekomme ich die Lebenspunkte wieder. Das finde ich aber sehr nett. Sehr nett von Sneeble. Gott, die Mikro-Lebenspunkte. So mickrig. Oh nein, das wollte ich eben nicht sagen. Er saugt die Lolis aus. Ich glaube, ich muss vermuten, Roshi nach vorne tun. Luca, du bist schon sehr hoch. Schon Level 24. Was ist da los? I just got too small coronet, but I still got an inch to burn. Ach, er kommt von rechts. Oh. Da ist der jüngere Bruder von, Dingens, Lolihunter. Lolihunter Junior. Ich krieg halt den Hals nicht voll. Oh Gott. Respekt. Mutenroshi tankt eine vierfach effektive Return. Übel. Richtig übel. Jetzt auch ein Jump Kick. Einen langen Hals. Weiter, Jacqueline. Jacqueline. So. Gratiana braucht noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ach, ernsthaft. Nein! Es muss doch effektiv sein. Ha, gut predicted. Smash, Head Smash. Alter, der Wildmare. Ups. Ja. Mein schönes Glaciola. What are you doing? So, ich tue mal Lolihunter nach vorne. Ich glaube, es ist besser.
Found a Magnet. Eigentlich sehr gut für Elektroattacken. Moment, was hat Glaziola? Ach, Eistafel. Erstmal, oh Moment mal. Moment. Ich kann da doch noch... Ah, das übersieht man sehr schnell. Ich glaube, ich habe es damals auch übersehen. Hier gibt es noch einige Sachen. Klar, eigentlich rennt man schnell in die Höhle rein, wenn man durchwascht. Aber wir wollen ja das Ganze erkunden. Oh nein. Ah, oh, Vibrava war übel. Vibrava war Gestein. Das heißt, ich muss hier raus. Muten Roshi muss das wieder mal klären. Ja, die Arena hat höchstwahrscheinlich 32 bis 34 levelige Pokémon. Giraffe. Oh, Jumpluff. Jumpluff, Jumpluff. Etwas. Anticipation. Das war's nochmal die von der Attacke. Alter. Das tankt. Das nenne ich mal Damage. Ich brauch. Lolianta. Ich brauche ein Pokémon, was physisch austeilen kann. Oh nein, Crit. Du meinst durchrushen. Jumpluff zerstört mich gerade. Der war flacher als Lolihunters Ziele. Oh Ma, was? Was? Geh weg! Wow, das war ein Spektakel. Vor allen Dingen die Experience. Forcepalm. Eigentlich sollte die Attacke Facepalm heißen. Jetzt gegen Incognito. Okay, das ist... Okay. Step auf jeden Fall. Aber wir haben höheren Spezialangriffswert. Nicht effektiv. Rashid, nein, du musst auch nochmal kommen. Und die sind blau. Shiny. Shiny Potrot. Nice. Paralyse? Nö. Incognito mit Jump Kick. Hey, dieses Spiel kann Incognito zum guten Pokémon machen. Und wahrscheinlich kann es nur Jump Kick. Alles nicht effektiv. Ja, es kann nur Jump Kick. Beton auf gutes Pokémon. Yay! Wow. Ja gut. Same Energy. So, ich gehe mal zur alten Stadt. Hätte ich das früher gewusst. Ich hätte nur minimal weiterlaufen sollen. Klar, ein Blick auf die Karte hätte auch genügt.